Wisst ihr eigentlich, wie lange Fische leben? Genauso wie kurze. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Den Honig habe ich scheinbar mal wieder eingesammelt. Für alle, denen es auffällt, mir hängt kein Popel auf der Nase. Ich bin mal ganz kurz nett machen. Na, Aufnahme. Das ist einfach mal eine Wunde an der Nase. Nicht, dass ihr denkt, du putzt dir mal die Nase. Nein, das ist Grind. Liegt daran. Ich war letztens bei einem Kumpel, hab dem, also der hat sich ein Sofa gekauft, neues, und ich wollte halt helfen, das mit zu tragen. Und das erste, was ich machen wollte, ist zu schauen, wie schwer ist denn das Sofa nun? Und wollte es halt mal hochheben. Natürlich habe ich mich da nach unten gebeugt, um das Ding hochzuheben. Und beim nach unten beugen habe ich den Kopf natürlich mitgenommen. Und das mit so einem Schwung, dass ich vergessen habe zu bremsen, mit voller Wucht mit der linken Seite des Kopfes auf diese harte Kante des Sofas geknallt. Dabei ist meine ganze linke Seite taub gewesen und mein Nacken hat wehgetan. Das heißt, nach dem Motto, ein wildes Sofa erscheint, es benutzt Härtner, Sinu ist besiegt. Oh. Konnte echt eine Weile erstmal nichts mehr machen. Hab dann doch noch mitgeholfen, das Sofa zu tragen. Es ging in Ordnung, aber erstmal so dieser Moment. Das erste, was der gute alte Sinu macht, bevor hilft, ein Sofa zu tragen. Erstmal sich selber so richtig böse verletzt. Hat auch geblutet, wie Sau, kann ich euch sagen. Na gut, seitdem habe ich da halt jetzt die Wunde. Kann jedem, der mich fragt, erzählen, was dort passiert ist und mich dann darüber freuen, dass ich doch mal wieder so eine geniale Aktion vollbracht habe. Na gut, ich bin gerade noch ein bisschen dabei, ein bisschen im Voraus aufzunehmen, denn wie ihr vielleicht schon aus den letzten Parts entnommen haben könntet, bin ich übers Wochenende nicht da. Das bedeutet, ich brauche ein paar Parts, die so in Zukunft kommen können bis zum Montag, weil Wochenende ist halt am Sonntag vorbei. Meine Güte, das Captain Obvious ist schwer zu überbieten. Und deswegen rüste ich mich auch schon mal für den nächsten Drachenältesten aus, wobei ich mal wieder nicht weiß, wie wir jetzt machen sollen. Ich bin auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Warum hatte ich keine Wettsteine mit? Egal. Und wen wir denn so machen, weiß ja auch noch nicht, wer also alles da ist. Blitzkäfer fehlen noch, genau, die wollte ich eigentlich mitnehmen. Und ich denke, das schauen wir mal als erstes nach, damit ich schon mal perfekt die Waffe aussuchen kann. Ansonsten rede ich ja nämlich die ganze Zeit über irgendwelchen Schwachsinn, der irgendwie am Thema vorbei ist. Was ist denn jetzt noch so frei? Also, machen wir mal von links nach rechts, weil vielleicht fehlen da noch sonstige Quests. Ah, der Kirin. Im Turm. Ein malerischer Schauplatz, der würde noch fehlen. Ein epischer Jahrkampf mit Diablos, Kupferwürmer und Tigrex ist auch noch irgendwie machbar. Dann die drei Meister des Vulkans und natürlich der Diamantstaub. Und eine Frage der Ehre. Mensch, haben wir noch viele epische Jagdquests? Das dauert ja doch noch länger als gedacht. So, den Camellius haben wir hier noch. Und das ist der einzige Drachenelster, bis auf Kirin, der halt gerade da ist. Habe ich aber eine große Auswahl, was das angeht. Aber ich habe gerade irgendwie auf beide nicht so wirklich Lust. Das heißt, gerade wenn wir mal wieder so unsere Tränke angucken. Ich meine, ich habe genau null Honig. Wäre auch eine epische Jagdquest mal ein guter Ersatz. Und nein, nicht den. Oder doch den Lavasiov? Hätten wir hinter uns Terra Shogun, Rathalos. Also Lavasiov würde ich auf jeden Fall mit einem Wasserbogen machen. Rathalos ist natürlich gegen Donner eigentlich anfällig, aber Wasser sollte auch irgendwie gehen. Bloß Terra Shogun mit Wasser ist so. Ja, nee, eher scheiße. Ich denke, ich mache das mit dir. Die restlichen Quests muss ich eher nachdenken. Diablos auf jeden Fall eigentlich Gewehrlanze, damit auch der Tigrex theoretisch machbar. Kupferblangonga habe ich bisher mit Hammer, glaube ich, gemacht, aber da ich normalen Blangonga auch schon ein, zwei Mal mit normaler Gewehrlanze besiegt habe, können wir da jetzt reingehen. Zudem gibt es auch ein paar Vorteile, denn ich weiß, im nächsten Low-Rank-Quest-Stream muss ich sowieso die nächsten Drachenältesten machen oder aber dort die anderen Quests, die halt nicht Drachenälteste sind. Und damit nicht alle Drachenälteste hintereinander immer wieder das gleiche kommt, ist vielleicht mal ganz gut, so eine epische Jagdquest damit so einzuschieben.
gerade unter der Annahme, dass ja die letzte Quest, also der Kuschala, doch recht locker flockig von der Hand ging, hoffe ich mal, dass er jetzt einfach so bleibt und der Schlag auf den Vorderkopf mein Denkvermögen nicht gemindert hat. Ich meine, Schlag auf den Hinterkopf soll es ja verbessern. Umkehrschluss, auf den Hinterkopf sollte es komplett kaputt machen. Nein, warte. Das war doppelt gemoppelt. Hinterkopf besser, vorne dann halt schlechter. Aber naja, mal sehen, wie es wird. Bei dem Start auf jeden Fall schon mal schlechter. Fällt mir ein. Eigentlich wäre hier Toni doch gar nicht mal so unpraktisch. Schon aus dem Grund, dass wir Toni so lange nicht mehr benutzt haben. Toni, komm mal mit ins unfassbar starke, unbesiegbare Team der Brohaftigkeit. So, dann welche Gewehre nehmen wir denn? Also gegen Diablos wäre natürlich Eis ganz gut. Ich glaube auch gegen Kupfergonga müsste Eis machbar sein. Tickrex dann wahrscheinlich eher nicht, da wäre halt Donner wieder gut. Aber 2 gegen 1, da hat der dämonische Blizzard sowas von gewonnen. Müssen wir mal sehen, wie wir Tickrex dann am besten wegkriegen. Wird schon irgendwie. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein bisschen umsortieren, weil es halt doch kein Drachenältester. So, ein paar Sachen müssen raus, weil ich brauche unbedingt die Fallen, damit es besser geht. Ich habe bisher Fallengeräte mit, dann kommen halt nicht die Wetzsteine weg. Alter, so das Erste, was ich die ganze Zeit mache, erstmal Wetzsteine ablegen, ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, nehme ich die Samen mit raus, da passen schon mal 2 mehr Sachen mit rein. Und na gut, dann der Ohrhaltetrank noch. Dann sterbe ich halt eben mal einfach nicht gegen Diablos, Kupferdungunga, Tickrex, easy peasy, stuppen halt mal so nebenbei nicht. Ich werde mal wieder verkacken. Und dann brauche ich auch den Ohrhaltetrank zumindest nicht. Also wenn ich das schaffe, bräuchte ich ihn nicht. Ansonsten darf ich mal wieder mein Zukunfts-Ich, mein Vergangenheits-Ich beschimpfen. Auch immer wieder eine schöne Aktion. So, Diablos sollte nicht in Fallgruben reinkommen können. Der Rest der Typen eigentlich schon. Das heißt, da ich jede Waffe für Diablos habe, machen wir jetzt mal den Tickrex möglichst schwer. Und mehr brauche ich an sich eigentlich auch nicht. Obwohl es wird in der Wüste sein, denke ich mal. Dann sollte ich vielleicht da irgendwie ein Kalkgetränk mit dazu einpacken. Aber ansonsten sollte es passen. So, genau, Wüstetag. Dann wäre Kaltgetränk vielleicht wirklich gar nicht mal so unepisch. Was lege ich denn jetzt noch ab? Ich habe 2 Maxi-Tränke. Sehr schön, sehr schön. Habe ich sogar mitgedacht eingehend. Farbball brauche ich. Ja gut, dann Schalt auf die Panzerhaut. Ist es doch eher wichtiger, nicht dauerhaft Schaden zu bekommen. So, tut, tut. Auf geht's. Ah. Ich habe gerade links neben mir so noch das Witzebuch, wo ich mal wieder eine halbe Stunde drin rumgelesen habe, um einen guten Witz zu finden und dann doch keinen gefunden habe und irgendwie improvisieren musste. Ich glaube, es ist natürlich auch, jetzt mal um das Witzebuch zu verteidigen, ist grundsätzlich schwierig, einfach mal so aus dem Nichts irgendwie einen guten Witz zu finden, der nicht in irgendeiner Weise irgendwie an irgendjemanden anmaßend ist. Ich meine, die meisten Witze, über die man halt so aus dem Spontan heraus lacht, sind halt eben irgendwie rassistisch gegen Frauen, gegen irgendjemanden. Einfach nur, weil es halt dieser Witz ist, dass der sich das traut, sowas zu sagen. Wenn man aber wirklich korrekte Witze machen will, muss man entweder auf Nerdwitze zurückgreifen, sowas wie halt Mathewitze, die ich definitiv nicht bringen will, weil ich zwar selber darüber lache, aber das halt traurig ist, dass ich darüber lache. Fällt mir gerade ein, in der Wüste kann man natürlich auch keine Fallen legen, also keine Fallgruben. Habe ich natürlich mir wieder sehr schön überlegt. Zumindest waren die gerade eben noch ausgegraut. Schallbomben wären vielleicht auch gar nicht so doof gewesen gegen den Diablos. So mal Info am Rande für mich. Also ist das wie riesig oder ist das einfach nur dezent groß? Ich passe 2-mal unter das Ding drunter. Meine Fresse! Der Diablos hat auf jeden Fall jedes Mal sein Spinat aufgegessen. Da kann ihm niemand was vorhalten. Der hatte immer einen sehr, sehr guten Appetit. So, fangen wir direkt mal an, mir so ein bisschen Zeit hier rauszuarbeiten. Eigentlich sollte ich ja gegen Diablos nicht so lange brauchen. Immerhin ist meine Waffe, wie gesagt, nur für ihn und ein bisschen für den Kupferblockonga ausgelegt. Block! Krieg halt Schaden, okay? Von mir aus, wenn du unbedingt kaputt gemacht werden willst, Junge, dann lass dich halt Sargstücke von dem Typen.
Am besten noch zweimal hintereinander. Voll die gute Idee. Sehr schön. Ist er zumindest schon mal wütend. Okay, ob das jetzt wirklich so schön ist, weiß ich nicht. Aber heißt so viel wie, wir machen schon mal Fortschritte, was schon mal grundsätzlich nicht schlecht ist. Soweit ich weiß, brauche ich von niemandem dieser Monster wirklich zwangsweise Items. Das heißt, ich gehe jetzt nicht irgendwie gezielt auf Schweif, Schwanz, Spitze oder ähnliches. Sondern einfach bloß auf das Ding, um irgendwie Schaden zu machen. Ich werde auch mal wieder nicht irgendwie Schwachpunkte gezielt anvisieren, weil die treffe ich eh nicht. Schockfall für den benutzen? Ne, ich würde sagen, den machen wir wirklich erstmal ohne alles. Also theoretisch hätte ich Schallbomb benutzen können, wäre es mir früh genug eingefallen. Eigentlich müsste so, wenn der Name Diablos fällt, sofort beim schlauen Leger ein Lichtchen aufgehen. Ich brauche Schallbömpchen. Aber ich werde euch jetzt mal epiclichst beweisen, dass es auch ohne geht. Definitiv. Weil ich das ja immer so gut kann. Und ich hoffe, dass Toni einfach mal ganz, ganz viele Schockfallen legt. Das wäre definitiv so meine Rettung. Oder aber? Diablos, komm mal kurz mit. Ich habe da so ein Steinchen für dich, ne? Wir spielen mal Fange mit einem Stein. Wenn du ihn erstichst, hast du gewonnen. Ja, das sieht gut aus. Komm her, mein Freund. Wunderbar. Warte, ich wollte nicht auf den Tail gehen, schon dass ich es trotzdem mache. Also, zumindest in Gedanken mache. Wobei es mir gerade einfällt, theoretisch wäre es auch gar nicht so doof, daraus zu gehen. Ey, Toni, du standst nicht gut genug. Fuck, ich hätte den Megatrank nehmen sollen. Ich hab schon einen genommen, perfekt. Sehr gut, da hat sich das sogar auch nochmal gelohnt. Nochmal ein Megatränkchen dazu bekommen. Läuft auch alles gut hier. Ist gerade ein bisschen unfair, dass er sich da nicht reingestoßen hat. Ich meine, der hat sowas von mit seinem Horn zuerst alles da drin versucht wegzuschaben. Oh, wir haben First wieder aktiviert. Die Grabungsaktion von ihm ist auch wieder da. Nix da, mein Freund. So leicht kriegst du mich nicht. Wäre ich natürlich jetzt in seinem scheiß Schweif reingerannt, wäre es doch schon ziemlich peinlich gewesen. Aber alles gut, alles schön. Man muss ja nicht immer das Schlimmste sehen. Hier noch irgendwas. Okay, den Mondmittel habe ich schon genommen. Die ganze Samen habe ich auch weggeschmissen. Also, ne? Ey! Da ist aber kein Gebiet, wo ich dich hab reinrennen lassen können. Du weißt schon, du hast automatisch damit den Kampf um den Stein verloren. King of the Hill bin dann wohl ich. Sieg Nummer 1 gegen drei Monster, sozusagen. Fällt mir ein, Tigris kann auch theoretisch auch reinrennen. So gesehen, bis auf Kupferlagonga müsste jedes Monster sich diesen scheiß Stein da verändern können. Eigentlich müsste ich regelmäßig um den Stein stehen und da so ein bisschen rumtanzen. Nur, um die anzulocken. Also nicht Sonnentanz oder so, sondern Monstertanz. So, in the desert, the bloody desert, the Diablos sleeps tonight. Wirklich so richtig schön schief, damit die Monster denken, Alter, ihr Vollhonk, den spießen wir jetzt mal auf, den fressen wir jetzt mal weg, oder was auch immer die Monster halt gerade für einen Signature-Move machen müssen, um mich da festzuhalten. Und dann rennen sie da halt hoffentlich sehr schnell rein. So, das Schöne beim Diablos ist ja immer noch, solange man halbwegs aggressiv rangeht und dabei trifft, kriegt man meistens von ihm keinen Schaden. Och man, der Schallbombeneffekt hätte jetzt ruhig mal gelten können. Theoretisch, habe ich es mir schon mehr geschrieben bekommen, und ich glaube, ich habe es auch schon selber schon ein paar Mal gesehen, kann nämlich so eine Bombe, wenn sie denn gut genug fliegt und laut genug ist sozusagen, den Diablos auch aus dem Boden holen, weil hat ja theoretisch Schallbombeneffekt, hat ja beim Plesiov, glaube ich, bei uns auch schon mal funktioniert. Ey! Ich block echt am Schweif mit weißer Schärfe ab? Seriously? Okay. Nee, gar nicht. Oh, nö. Jetzt geht er wieder in den Full Rampage Mode. I'm gonna kill you all. So typisch Silence I Kill You mäßig. Mit exakt der hohen Stimme, als andere würde zu dem einfach mal nicht passen. Sehr schön, dass mich der Footstep da mal noch kurz aus der Situation rausgeholt hat. Gemeute ich höchstwahrscheinlich nicht. Aber gut. So geht halt der Kampf gegen den Diablos, wenn man schlau genug ist, keine Schallbomben mitzunehmen.
Muss man aber auch mal machen, nur um das dem Monster zu zeigen, ich mach dich nicht nur wegen meiner lauten Schreihaftigkeit platt, nein, ich kann das auch anders. Am besten ohne dabei von ihm angepimmelt zu werden. Oh scheiße, oh shit, okay, alles gut, alles schön. Noch bin ich nicht tot. Ja. Ein Glück haben wir. Maxi trinken mit dabei. Ach ja, wie das. Meine Waffe ist extra gut gegen Diablos. Ja, schön. Ist kacke, wenn die Rüstung da nicht mitmacht. Oder alles ansonsten nicht mitmacht. Wir werden höchstwahrscheinlich keine Quest-Sachen mithaben, nehme ich jetzt mal an. Also, yep, der Vorrat ist noch nicht da. Das ist schade. Das ist durchaus sehr schade. Müssen wir halt, bis der Diablos stirbt, noch ein bisschen überleben, damit wir dann im Vorrat die Schallbomben hoffentlich mit dabei haben und dann damit platt machen zu können. Hoffen wir einfach mal fürs Beste. Ich hätte einfach nach dem Geschrei der Aura weiter aufnehmen sollen. Wenn es einmal läuft, sollte man nicht aufhören, weiter aufzunehmen. Ich hätte da einfach das ganze Spiel durchspielen sollen. Ach, jetzt werden wir die nächsten 23 Aufnahmen wieder sowas sehen dürfen. Hey, auf geht's. Mit Gebrüll. Ey, Junge. Eigentlich sollst du mein furchterregenden Gebrüll voll zusammenzucken und nicht wie der letzte Ochse einfach weiterrennen. Übrigens, um Ochse zu sein, hast du deinen Bullen-Nasenring vergessen. Hat dir wahrscheinlich irgendein pubertierendes Mädchen geklaut, könnte durchaus sein. Würde zumindest dann zum Thema passen. Ganz ehrlich, ich mag sowas. Ich mag allgemein Piercings mag ich nicht. Und gerade sowas um die Nase. Ganz ehrlich, das sieht doch 1:1 so aus, als wenn man da so einen Bullen vor sich hätte. Und vor allem die meisten, die sowas tragen, sehen auch aus wie so ein Bulle. Das ist ja das Problem daran. Und dann erinnere ich mich auch ganz gerne wieder hier an Alligator, mit dem, ja, immer wenn ich dein Face... Immer wenn ich dein Gesicht sehe, denke ich an Regenbögen. Die sind wenigstens schön, nur dein Face ist störend. Und das hat sich der Diablos zumindest gehalten, ne? Der dachte sich, geil, der Sinu ist da, dem gefallen wir jetzt mal. Lass mal ohne Nasenring dahin gehen. Ich meine, die Hörner hat er ja schon. Führt zumindest auch zu der Annahme in der heutigen Zeit, dass man eben nicht melken will. Ich meine, mit Nasenring könnte man auch denken, okay. Ist vielleicht doch ein Weibchen. Kann man ja mal melken. Dann geht's dann weiter zu Ice Age. Ich dachte, du wärst ein Weibchen. Immer noch eine der geilsten Stellen in Ice Age 3. Irgendwie bin ich heute viel zu sehr darin zu zitieren. Egal. Wenigstens kann ich auch noch blocken. Da fällt mir gerade ein. Ich habe doch noch ein Wyvernfeuer. Guck mal. Das Ding hat er theoretisch gefressen. Es sah zwar nicht so aus, als wenn ich getroffen hätte. Ich habe getroffen. Es wäre nämlich nicht wütend. Aber das Ding hat er definitiv sowas von gefressen. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, das Ding war drin. Aber wirklich in seinem Mund. Da hat er den Mund aufgemacht und gedacht, oh, das schlucke ich jetzt. So die schöne warme Gasflüssigkeit. Wunderbar für ihn. Leider ist dabei keins seiner Hörner kaputt gegangen, aber man kann ja auch nicht alles haben. Und so länger die ganz sind, desto eher... kann mich den wieder irgendwo reinrennen lassen. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht jetzt gerade, wo der so die ganze Zeit rumspackt, so ein bisschen aus Zeitgründen mal eine Blitzbombe werfen, weil ich will zwar die Quest nicht übereilen, letzten Endes aber trotzdem schaffen. Und wenn der einfach die ganze Zeit so rumspackt ohne Ende, was er jetzt glaube ich nicht mehr macht, ich glaube, der geht jetzt sogar schlafen, dann sollte man mal... Das Unterbrechen ist meistens so, auch wenn der T-Rex einfach nicht aufhört rumzurennen, weil der rennt halt meistens, das macht er verdammt häufig, der rennt los, stoppt dann nicht, sondern rennt weiter, ist dann in der Entfernung, dass er wieder losrennen kann, macht das Ganze nochmal. Dass man nie in seiner Nähe ist, sondern immer bloß irgendwo am anderen Ende der Welt. Und der immer wieder losrennt. Und in so einem Moment sind solche Blitzbomben einfach mal Gold wert. Weil er wird dazu gezwungen anzuhalten. Was einfach mal wesentlich geiler ist als alles andere. Und ja, ich lege mich hier mal ganz kurz auf die Haier, hab sogar gesagt, kein Problem, aber ich denke, die 12 Sekunden werden wir dann doch mal haben, das mal schnell zu machen. Sieht nicht so aus, als wenn meine Kamera sich denken würde, die 12 Sekunden haben wir mal, aber es ist ja grundsätzlich egal.